Komm, Paule! Komm, Jule! Omi Katrin hat wieder ein neues Buch für uns! Ja! Was wir wohl heute alles hören? Von Fröschen, Rittern, Zauberern, auch Prinzessin gehören dazu. Setzen wir uns nieder und hören dir gespannt zu. Omi Katrin, lies uns aus deinen bunten Büchern vor. Nimm uns mit auf Reisen durch deine bunte Bücherwelt. Paule muss Ostereier anmalen, Paule muss Ostereier anmalen. Ha, was sehe ich denn da? Da sitzt da der kleine Osterhase. Ja, ach, das ist ja nur mein Kuschel-Osterhase. Den hat bestimmt die Omi Katrin hier hingesetzt. Und mein Gockelhahn mit einem Osterei. Ja, ich möchte heute Ostereier anmalen, Kinder. Habt ihr das auch schon gemacht? Da muss man die Eier erst auspusten, dass da nichts mehr im Ei drin ist. Nö, nö, nö. Und dann ist das Ei ganz leicht und dann kann man das mit Pinsel und Farbe schön anmalen. Das will der Paul heute machen. Ja, Kinder. Und wisst ihr was? Die Omi Katrin, die hat da auch wieder ein feines Buch. Soll ich euch das mal zeigen? Das ist auch ein schönes Buch für die Osterzeit. Ja, da geht's auch um so einen kleinen Osterhasen. Paul, geht mal holen. Ja, bis gleich. Bis gleich, bis gleich, bis gleich. Ach, du schweres Buch. Ach, schaut mal, Kinder. Hier, da ist das Buch. Frohe Ostern, Leonie soll das heißen. Ja, da sitzt die kleine Leonie. Seht ihr? Und da geht's wohl auch um einen Osterhasen. Wollen wir uns das mal anhören, Kinder? Ja, ja, ja. Ich ja. Dann sage ich euch jetzt schon mal ganz viel Spaß dabei. Tschüssi, tschüssi. Tschüss. Omi Katrin, kannst du uns das vorlesen? Bitte, 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 bitte. Liebe Kinder, es ist wieder soweit. Bald kommt die frohe Osterzeit. Und dafür habe ich euch eine schöne Geschichte mitgebracht, welche denn heißt Frohe Ostern Leonie. Geschrieben hat das die liebe Brigitte Evans. Dann hören wir doch mal rein. Es beginnt mit einer kleinen Widmung von der lieben Brigitte. Viel Freude mit dem Buch und herzlichen Dank fürs Vorlesen. Na, das machen wir doch gerne. Die Sonne ist schon untergegangen, der runde Mond steht über dem Hügel. Und weil Ostern so nahe ist, liest Mama den Kindern eine Ostergeschichte vor. Nelly, die Kleinste, kuschelt sich an ihren Bären und schläft ein. Noch bevor Mama die erste Seite gelesen hat. Leonie streichelt Mäuseschreck, den schwarzen Kater, der sich neben ihr auf der Decke schnurrend zusammengerollt hat. Und Willi, Leonies großer Bruder, hält seine Lieblingslokomotive fest. Mama liest die Geschichte von einem Osterhasen, der so viel zu tun hatte, dass er völlig verwirrt alle Geschenke verwechselte. Am Schluss waren die Kinder und Eltern böse auf ihn und er musste alle Geschenke wieder richtig verteilen. Armer Osterhase, sagt Leonie. Wieso hat ihm niemand geholfen? Vielleicht war er einfach ein dummer Osterhase, der sich nichts merken konnte, meint Willi. Nein, das stimmt nicht, entgegnet Leonie entrüstet. Mama, sag Willi, dass der Osterhase nicht dumm ist. Mama schlägt das Buch zu und gibt Leonie und Willi einen Gute-Nacht-Kuss. Hört auf zu streiten, Kinder, es ist Zeit zu schlafen. Dann legt sie Nelly in ihr Bett, dreht das Licht ab und geht aus dem Zimmer. Am nächsten Morgen denkt Leonie immer noch an den armen Osterhasen, der so viel zu tun hatte. Was wäre, wenn er auch ihre Wünsche verwechseln würde? Leonie hat so viele Wünsche. Nicht für sich, sondern für Willi und Nelly. Und ganz besonders für ihre Freundin Anna. Anna wohnt gleich nebenan. Sie hat keinen Papa und keine Geschwister, mit denen sie spielen kann. Ihre Mama arbeitet in einem Gasthaus. Sie muss oft bis zum Abend dort sein. Und dann ist Anna allein zu Hause.
Manchmal darf sie bei Leonie spielen, bis ihre Mama nach Hause kommt. Anna hilft ihrer Mama beim Wäschewaschen und Bügeln, beim Kochen und Aufräumen. Leonie hilft ihrer Mama auch manchmal, aber nur, wenn sie Lust dazu hat. Anna muss immer helfen, auch wenn es ihr keinen Spaß macht. Leonie denkt nach, wie sie dem Osterhasen helfen könnte, damit Anna ein besonders schönes Geschenk bekommt. Und auf einmal hat sie eine Idee. Leonie will dem Osterhasen einen Brief schreiben. Sie hat ja schon dem Christkind einen geschrieben. Und das Christkind hat alles gebracht, was sie sich gewünscht hat. Leonie legt sich mit ihren bunten Stiften auf den Boden und beginnt zu malen und alle Buchstaben hinzuschreiben, die sie schon gelernt hat. Und damit ihr Brief besonders hübsch aussieht, bekommt jeder Buchstabe eine andere Farbe. Da kommt Mama ins Zimmer und sieht ihr zu. »Was machst du da?« fragt sie. »Ich schreibe einen Brief an den Osterhasen.« »Und glaubst du, dass der Osterhase den Brief lesen kann?« »Ich weiß nicht«, sagt Leonie. »Hilfst du mir dabei?« Mama nimmt einen Stift und schreibt alles auf, was ihr Leonie sagt. Als der Brief fertig ist, schreibt Leonie ihren Namen darunter und malt noch ein buntes Osterei hin. »Mama, bringst du den Brief zur Post?« fragt Leonie. »Ja, das mache ich«, sagt Mama. Sie faltet den Brief und steckt ihn ein. »Und auf den Umschlag musst du schreiben, an den Osterhasen im Wald von Leonie.« Und die kleine Leonie hat Folgendes ihrer Mama diktiert. »Lieber Osterhase, ich habe so viele Wünsche und möchte nicht, dass du etwas vergisst. Bitte bring Nelly ein Schaukelpferd und Willi eine Lokomotive mit Waggons. Aber am wichtigsten ist, dass du Anna eine neue Puppe mit einem schönen Kleid schenkst und auch einen Puppenwagen, damit wir miteinander spazieren gehen können. Und damit du nicht alles verwechselst, helfe ich dir bei deiner Arbeit. Du musst aber zu mir kommen und bei mir wohnen. Leonie.« Am nächsten Tag sitzt Leonie am Fenster und wartet auf den Osterhasen. Vielleicht kommt er schon heute und das will sie nicht versäumen. Sie wartet und wartet, doch nach einer Weile wird es ihr ein bisschen langweilig. »Ich hole mir ein Bilderbuch«, denkt sich Leonie und klettert von der Fensterbank. Gerade als sie aus dem Zimmer gehen will, hört sie ein Geräusch vor dem Haus. Sie saust wieder zum Fenster zurück, kraxelt auf die Fensterbank und drückt ihre Nase gegen das Glas. Gleich neben der Gartentür sitzt ein dickes braunes Häschen mit zwei langen Hängeohren und einem Stupsnäschen, einem weißen Stummelschwanz und zwei dunklen Kulleraugen. Es knabbert genüsslich an einem Löwenzahnblatt, das neben der Gartentür wächst. »Mama, der Osterhase ist da!« ruft Leonie. Blitzschnell stürmt sie aus dem Haus und auf das Kaninchen zu. Das erschrickt aber so sehr, dass es mit einem großen Sprung ins nächste Gebüsch flieht und aufgeregt mit der Nase wackelt. »Du musst ein bisschen leiser sein«, sagt Mama. »Kaninchen sind scheue Tiere.« Das Kaninchen hoppelt aus seinem Versteck und schnuppert an Leonies Hand. »Siehst du, wenn wir leise sind, traut es sich näher zu kommen«, sagt Mama. Das Kaninchen lässt sich sogar von Leonie streicheln. »Es ist so zutraulich. Ich denke nicht, dass es ein Wildkaninchen ist. Vielleicht gehört es jemandem und ist weggelaufen«, sagt Mama. »Mama, das ist doch der Osterhase. Er ist zu mir gekommen, weil wir den Brief geschrieben haben.« Willi möchte das Kaninchen auch streicheln. »Es sieht so süß aus«, sagt er. »Aber ich glaube auch nicht, dass es der Osterhase ist. Das ist einfach ein süßes, dickes Kaninchen.« »Ja, aber nur, weil noch nicht Ostern ist. Am Ostersonntag verwandelt es sich. Dann sieht es aus wie der Osterhase im Bilderbuch.« Willi sagt jetzt nichts mehr, weil er keine Lust hat, mit seiner Schwester zu streiten. Aber er glaubt ihr immer noch nicht. Papa sagt, dass Leonie das Kaninchen behalten darf, bis jemand kommt, dem es gehört. Er will sogar einen Stall für das Häschen bauen. Willi ist begeistert. Er mag unbedingt mithelfen. Erst
bauen Papa und Willi aus Brettern einen Zaun und danach ein kleines Häuschen mit einem Fenster, damit sich das Kaninchen hineinsetzen kann, wenn es regnet. Willi bringt eine kleine Schüssel mit Wasser und Nelly bringt Karotten in ihrem Wägelchen. Leonie pflückt Löwenzahnblätter und Gänseblümchen, weil Kaninchen so etwas gerne fressen. Dann setzt Leonie das Kaninchen in den neuen Stall. Es sieht sich um, läuft in sein Häuschen und knabbert an der Karotte. Dem Osterhasen gefällt das Haus, freut sich Leonie. Aber es fehlt noch etwas. Papa, du musst etwas auf das Häuschen schreiben. Was denn? Fragt Papa. Du musst schreiben, hier wohnt Leonies Osterhase. Liebe Kinder, seid ihr gespannt, wie es weitergeht mit dem Häschen bei der kleinen Leonie? Dann schaut pünktlich zum feinen Ostersonntag bei Omi Katrin vorbei. Dann lese ich diese schöne Geschichte euch zu Ende. Vielleicht ist es ja sogar der richtige Osterhase. Wir werden es sehen. Bis dahin sage ich Tschüssi, Tschüssi. Die Geschichte ist nun wieder aus. Doch liebe Kinder, macht euch nichts draus. Omi Katrin, wir sehen uns wieder und freuen uns schon jetzt darauf.